Calcio Berlin, Wahlkampf, gute. Da sind wir wieder, die Genossen Levinson, Kröger sind am Start. Was geht ab? Herzlich willkommen, auch von meiner Seite aus. Ja, gute, was geht? Ist das Absicht? Was? Wie du die Mütze trägst? Weiß nicht, ich hab mich so schnell angezogen. Ist ein bisschen schräg, oder was meinst du? Dieser Franzose, der hier seine, ja, ich bin, seine Basken. Nee, Basken. Tragen nicht auch so. Doch. Franzosen, ja? Tragen auch Baskenmützen. Tragen nicht so Soldiers auch so diese. Ja, stimmt. Die, ja, so stimmt. Ja. Green Berets. Ja, ich bin, sind das, glaube ich, ne? Green Beret. Du bist unser Military Man hier. Ja. Ja. Nee, das stimmt. Aber es doch, also Basken sind auf jeden Fall auch in Frankreich zu finden. Ja, ja, die tragen ja auch gerne so schief. Ja, ja. Ja, genau. Baskenleben. Schenken Sie ihm eine Baskenmütze. Man ist ja manchmal so in Schockstarre in seinem Leben, dass man in dem Moment, in dem etwas passiert, so davon überwältigt ist, dass man nicht adäquat reagieren kann. War das gerade der Fall? Oh, nee, das war am Ende der letzten Folge der Fall. Ach so. Deswegen will ich nicht drum herum kommen, das nochmal hier aufzugreifen. Du hast doch schon Twitter-Propaganda gemacht. Wie häufig? Vorher. Oh, jetzt ist wieder das große Skandalrad wird gedreht. Dreh mal los. Nee, es ist ein Skandal. Okay. Es ist ein Skandal, ja. Wenn wir gucken, wie die Gemeinschaft, wie die Demokratie abgestimmt hat, ist es ein Witz. Und das haben wir doch schon häufig erlebt. Dass der Public Vote und das Ergebnis nicht übereinstimmt. Also ich dachte, der Public Vote spielt keine Rolle. In dem extremen Ausmaß. Stimmt, du hast Wort auch gesagt, spielt keine Rolle. Cristiano Ronaldo, der Gewinner der Folge, ist mit Abstand letzter Platz. Ja. Mit Abstand letzter Platz. Hättest du also für mich stimmen müssen. Und wenn das andersrum wäre, würde ich sagen, ja, hättet ihr mich mal überzeugt oder irgendwie sowas. Nee, das muss man nur mal erwähnen. Kann man auf der Zunge zergehen lassen. 2700 Stimmen Suarez, 1100. Das ist wirklich Wahnsinn, mit welcher sagen wir mal, Individualität, du die Meinungen verschiebst. Du hast wirklich, als ich das gemacht habe, genau das, hast du das klein geredet und das zählt ja nicht und Demokratie sollte eh abgeschafft werden, aber jetzt ist es dein Argument. Es gibt uns einen Hinweis darauf, dass vielleicht das Ergebnis nicht das Optimale gewesen ist. Das stimmt, aber das kann sein, das gebe ich auch zu. Das ist alles, gibt dir auch den Hinweis, dass du falsch abgestimmt hast, oder? Wieso? Weil du ja nicht für Thierry gestimmt hast, weil das wäre ja dasselbe. Ist ja, ja, die sind ja näher beieinander. Boah, die sind näher beieinander sind dann. Ach so, also okay, sind was machen wir heute? Sind sie auch. Wir machen heute der beste Ausbildung. Moment, was ist der Abstand, wie muss der Abstand sein, dass du es in deiner Welt hier zurechtbiegen kannst? Also, wie groß muss der Vorsprung von Stimme 2 zu 3 sein? Wir können das nicht drehen jetzt auf, das ist in meine Welt. Natürlich biegst du es hier zurecht. Wenn die Nummer 1 1600 Stimmen hat. Haben wir, aber die Nummer 2 ist ja auch vorne. Und ab wie viel ist der Public Vote was wert, ab welchem Vorsprung? Für dich? Ab 30% Vorsprung. Okay. Ich werde, oder hoffentlich einer von euch, wird eine Abstimmung finden, wo das genau andersrum war. Ja, das kann ja auch sein. Ich lasse mir das nur nicht so drehen, als ob meine Empörung unberechtigt wäre. Du kannst dich empören, so viel du willst. Aber du hast ja meine Empörung oder unsere Empörung auch mal für unberechtigt bezeichnet. Gerne mal klein gemacht. Also musst du ja auch das ertragen, dass deine jetzt unberechtigt ist. So ist es. Was machen wir denn heute, um da mal hinzukommen? Wir klären uns die Frage, wer ist der beste Ausbildungsverein der Fußballgeschichte? Ja. Wer zahlt das beste Ausbildungsgehalt, hat gute Konditionen? Also wir hatten gesagt, die beste Jugendakademie, glaube ich, oder war wie auch immer man das auslegen will. Ja, ich meine ziemlich sicher, die Frage war, was ist der beste Ausbildungsverein der Fußballgeschichte? Du hast Jugendarbeit, ich habe Akademie gemacht, du hast Ausbildungsverein, das ist gute Voraussetzungen für eine faire Folge auf jeden Fall. Ja, schauen wir mal. Also ich finde, am Ende kommt alles aufs Gleiche zurück. Also, ich finde eigentlich auch, im Großen und Ganzen. Also, Tomato. Für mich jetzt kein großer Unterschied. Ich glaube, es ist auf was Ähnliches hinaus. Ich nehme den da, will ich. Denn das ist zielsicher die Nummer 2, oder? Inzwischen erkennt man die Dinger wirklich beim Rausholen schon. Alter, endlich zurück auf der 3. Endlich da, wo ich hingehöre. So. Das heißt, Christoph Kröger an der 1. Ja, das ist ja schon lange nicht mehr. Trifft sich aber gut, oder? Ja, ja, vor allem, wenn das Ergebnis dann auch so aussieht. Trifft sich. Okay. Starten wir halt rein? Ja. Dann kriegst du mir die Zeit und ich sage dir 3, 2, 1, bitte. Wissenschaftler sind sich einig, die Erde wird sich ewig weiterdrehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es in den nächsten Milliarden Jahren irgendwann nicht mehr tut, liegt praktisch bei null. Fußballfans und Experten sind sich einig, solange sich die Erde dreht, wird Ajax Amsterdam herausragende Talente entwickeln. Ein, zwei gute Generationen hatten die meisten Nachwuchszentren. Barcelona mit der Generation um Messi, Iniesta, Xavi, Manchester United mit der Class of 92, die Bayern mit Müller, Lahm, Schweinsteiger und so weiter. Aber Ajax liefert uns seit Jahrzehnten einen Weltklasse-Fußballer nach dem nächsten. In den 70ern mit Johan Cruyff, einem der besten aller Zeiten, dreifacher Ballon d'Or-Gewinner. In den 80ern Marco van Basten, einer der besten aller Zeiten und dreifacher Ballon d'Or-Gewinner. De Boer-Brüder, Frank Rijkaard, in den 90ern Bergkamp, Davids, Kluivert, Van der Sar, Seedorf, seit 2000 Sneijder, Van der Vaart, De Jong, Eriksen, De Ligt und viele, viele mehr. Es ist wie ein Fluss, der niemals endet. Historisch die beste Jugendarbeit der Welt und aller Zeiten, Ajax Amsterdam. Mhm.
Ajax. Yes. Es wäre keine Folge, wenn die hier nicht vorkommen. Es wäre eine Folge, aber nicht die richtige. Richtig. Richtig. Okay, ich bin auch ready. Okay, dann zähle ich auf dich rein und sage 3, 2, 1, go. La Masia bedeutet das Haus, das Bauernhaus, um es genau zu sein. Und wenn man im Bild bleiben möchte und den ganzen FC Barcelona als Haus betrachtet, dann ist La Masia das Fundament. La Masia produziert seit Jahren Qualitätsspieler auf nie dagewesenem Niveau. Und dabei brechen sie Rekorde um Rekorde. Zwischen 1979 und 2009, dem letzten vollen belastbaren Datensatz, durchliefen 440 Spieler die Akademie. 40 von ihnen wurden bei Barca selbst Profi. Eine Durchlässigkeit von fast unfassbaren 10%. Im Vergleich zu unter 1% in England und unter 3% in Deutschland. 2010 wurde La Masia zur ersten und bisher einzigen Akademie, die alle drei Finalisten beim Ballon d'Or-Finale stellte. 2010 gewann Spanien das WM-Finale mit 7 Barca-Spielern, 6 davon außer der Akademie, WM-Finalrekord. Und, wem das nicht reicht, hier eine Liste der Absolventen. Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets, Piqué, Jordi Alba, Pep Guardiola, Mikel Arteta, Pedro, Albert Ferrer, Cesc Fabregas, Thiago Motta, Ivan de la Pena und die letzten beiden Ballon d'Or-Gewinnerinnen auch noch, Alexis Putellas und Aitana Bonmati. Yes. Yes, yes, yes. So, ich bin auch stoppuhrmäßig ready. Niklas Lebensmann, bist du ready? Already, ja. Dann sage ich 3, 2, 1, bitte. Stellt euch vor, der HSV würde heute immer noch Bundesliga spielen und wäre immer noch unabsteigbar. Stellt euch vor, der HSV hätte im 21. Jahrhundert nicht 370 Millionen Euro für Transfers ausgegeben, sondern 150 Millionen. Und jetzt stellt euch vor, er hätte dabei nahezu ausschließlich auf Spieler aus dem Bundesland Hamburg gesetzt. Im Bundesland Hamburg wohnen laut Statista knapp 2 Millionen Menschen. 2,2 Millionen Menschen wohnen im Baskenland. Und genau dort gibt es einen Verein, der im 21. Jahrhundert auf gerade mal 64 externe Neuzugänge kommt. Das sind weniger als 3 Spieler pro Saison. Dieser Verein ist nicht irgendeine sympathische Thekentruppe. Dieser Verein ist neben Real Madrid und Barcelona das einzige Gründungsmitglied, das niemals aus La Liga abgestiegen ist. Dieser Verein war 8-mal spanischer Meister und allein in den letzten 20 Jahren 9-mal im Europapokal vertreten. Dieser Verein setzt nicht nur auf seine Jugend, dieser Verein ist seine Jugend. Dieser Verein heißt Athletic Bilbao und er ist der beste Ausbildungsverein der Fußballgeschichte. 58 Sekunden. Ich hab's fast gedacht. Weil in den letzten Wochen war das bei dir abzulesen, eine wachsende Begeisterung für Athletic Bilbao, die du ja eh schon immer mochtest. Man sieht es ja auch auf deinem... Sieht's mal noch? Ja, ja, ist noch da. Auf deinem Laptop. Ich hab's fast erwartet. Snaps. Oh. Sporting. Ja, Sporting, ganz, ganz vorne. Wir haben mit Luis Figo und Cristiano Ronaldo auch 2 Ballon d'Or-Gewinner produziert, haben noch einen Unterbau aus etlichen portugiesischen Nationalspielern hervorgebracht, von größerem und kleinerem Ausmaß. Haben, glaube ich, nach Barca in den letzten 10 Jahren die meisten Profis in europäischen Top-Ligen ausgebildet. Also prozentual die meisten Profis ausgebildet. In den letzten Jahren aber, finde ich, von Benfica abgelaufen worden, zumindest in Portugal der Rang. Ja. Weil das sind vielleicht nicht die High-Class-Spieler, aber die Menge, die Benfica produziert. Und das ist, glaube ich, auch der Verein, der am meisten einnimmt mit eigenen Jugendspielern. Also ja, Benfica-Statistiken sind absurd in den letzten Jahren. Das kam zwar erst jetzt so in den letzten Jahren. Das ist generell eine Qualität der portugiesischen Spitzenclubs, wirklich en masse Spieler zu produzieren. Also entweder halt generell junge, auch die portugiesische Ausbildung, ne? Das ist ein super gutes System. Junge Südamerikaner einzukaufen und die dann durchzubringen oder eben selber Leute auszubilden. In den letzten Jahren könnte man locker ein Case für PSG machen, reicht mir aber historisch die Größe nicht. Aber was PSG so in den letzten 10 Jahren durchgebracht hat, ist auch ziemlich sehr, unglaublich. Sehr, sehr beachtlich, das stimmt schon, ja, ist richtig. Also, Monaco? Es gibt, ja. Henri, Trezeguet, ein paar berühmte Absolventen. Kylian Mbappé, ja. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich Ajax nicht bekommen hätte, wäre ich hier mit Bayern reingeritten. Die werden in meinen Augen maßlos unterschätzt, wenn man sich das historisch anguckt. Weil in den letzten Jahren wenig bei Bayern selbst durchgebrochen ist, ne? Absolut, aber wenn du auf die Historie guckst, die haben in den 70ern oder 80ern, waren die meisten wichtigen Spieler aus der eigenen Jugend oder sehr, sehr jung zu den Bayern gewechselt. Und dann hast du in den letzten Jahrzehnten hast du halt eben diese Generation um Lahm, Schweinsteiger, Müller. Du hast Toni Kroos. Gut, da wird jetzt wieder irgendein Hansa Rostock-Fan sagen, der war aber bei uns. Ja. Greifswald, stimmt, bis er 16 Fortuna war. Fortuna Greifswald. Und jetzt halt mit Musiala. Gut, der kam auch spät, aber den würde ich immer noch so ein bisschen. Boah, mit schwierig, Musiala. Musiala vielleicht nicht. Den gebe ich nicht. Aber trotzdem. Aber also, ich habe auch gerade Thiago Motta aufgezählt, der kam auch erst mit 16. Und, also, alleine, dass du. Also ich finde, so du musst schon. Beckenbauer und Co. Also U15, hätte ich gesagt, musste zum Verein kommen, damit das noch zählt als von den Vereinen durchgebracht. Wir machen ja zum Glück jetzt keine Aufstellung von den Spielern, weil das wird sehr mühselig. Ja. Ich weiß noch ganz kurz, in Deutschland würde ich aber fast sagen, also geprägt auch durch meine Zeit, in der ich lebe und das mitkriege, hätte ich gesagt, in meiner Lebzeit ist die Knappenschmiede Deutschlands beste Ausbildungsschule gewesen. Außerhalb von Europas, Santos.
Ja. Santos hat nur mal Beispiele, die beiden Rekordnationalspieler von Brasilien heißen Neymar und Pelé, kommen beide von Santos. Santos hat einige große Stars herausgebracht. Problem ist dann doch, dass sie, Sao Paulo hat zum Beispiel prozentual mehr Erstligaspieler rausgebracht, aber weniger von den ganz großen Stars. Ja. Santos tendiert dazu, große Stars rauszubringen. Grêmio hat auch einige große Namen, aber man bräuchte irgendwo, zwei von denen müsste man irgendwo kombinieren, damit daraus ein Schuh wird, auf jeden Fall. Also ich glaube, damit sind wir den offensichtlichen Snaps, glaube ich, zumindest gerecht geworden. Ganz im Ernst. Ja, Madrid hat auch noch ein paar. La Castilla ist underrated, ja. Komplett underrated. Ist in Spanien die ganz klare Nummer zwei, auch was La Liga-Spieler betrifft. Und es ist nicht mehr so ein großer Abstand, wie es früher war. Alright, da müssen wir jetzt reingehen. Es ist das, was wir mitgebracht haben. Also für mich wird sich am Ende einfach nur die Entscheidung stellen, ist die größere Herausforderung das, was überwiegt, oder die Menge an Topspielern? Weil Athletic Bilbao wird nicht über die Topspieler, über die internationale Klasse kommen, sondern natürlich über die Herausforderungen, die sie richtig, ja, meistern müssen. Ist ein Pound-for-Pound-Geschichte. Aber absolut. Ich glaube, wenn man bedenkt, wie viele Atletico Bilbaos, Athletic Bilbaos langsam, gibt es im Spitzenfußball, also wie viele Clubs gibt es in den europäischen Top-5-Ligen zum Beispiel, die so arbeiten wie Athletic? Niemand. Keiner. Das deutet so ein bisschen an, wie einmalig und schwierig diese Aufgabe ist, mit dieser selbst auferlegten Eingrenzung dich trotzdem halt, also sogar im Spitzenfußball halten zu können. Die sind aktuell auch Tabellenfünfter in Spanien. Also die sind ja sogar konkurrenzfähig auf wirklich höchstem Niveau. Und das ist schon sehr, sehr beachtlich, wie ich finde. Absolut. Und da sind ja auch ein paar dabei, die dann europäische Spitze auf jeden Fall erreicht haben. Die Frage ist halt für mich so ein bisschen, die müssen es halt auch machen mit diesem Credo. Die müssen auf die eigene Jugend setzen. Also die Durchlässigkeit ist ja quasi unumgänglich. Ja. Das haben andere Vereine halt eher nicht dann. Das stimmt schon, ja. Und was ich auch sehr, sehr beachtlich finde, was man nicht vergessen darf, ist, bei Athletic geht es auch darum, dass da nicht nur Fußballer produziert werden, sondern auch Persönlichkeiten, dass da diese Identifikation mit dem Baskenland natürlich eine ganz große Rolle spielt, mit dem Stolz, den man daraus zieht, für diesen Club spielen zu können. Das erklärt ja auch, warum es wirklich teilweise so schwer ist, da Leute loszueisen. Also absolut. Die haben das nicht so konsequent durchgezogen, aber Real Sociedad ist ja auch ein baskischer Club. Und da sieht man ja zum Beispiel bei Zubimendi, dass das kein leichtes ist, den zu kriegen. Fällt mir gerade der Name nicht ein, aber der Kollege, der da auch Kapitän ist, der schon seit Jahren eigentlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Flügelspieler. Ja, Oyarzabal. Oyarzabal, genau. Oyarzabal, natürlich, ja. Der ja eigentlich schon vor 5 Jahren hätte gehen müssen eigentlich oder einfach immer noch da spielt. Und wenn man an so große, also bekannte Graduates denkt von Athletic, die vielleicht auch in die weitere Fußballwelt rausgezogen sind, Ander Herrera, Javi Martinez, der Innenverteidiger Aymeric Laporte ist ja auch Baske. Da hat man auch lange dran gegraben, bis der mal weggegangen ist. Was die aber alle gemeinsam haben, ist, dass das, wenn du auf Martinez guckst, auf Herrera, das sind alles blitzsaubere Persönlichkeiten. Das sind blitzsaubere Leute und da wird bei Athletic extrem großen Wert drauf gelegt, dass eben nicht nur Fußballer, sondern auch Persönlichkeiten ausgebildet werden. Und was die hervorgebracht haben, wirklich an stabilen Jungs, die einfach auch wirklich absolut gerade Typen sind, ist auch sehr, sehr beeindruckend. Bei, um das einmal kurz einzufangen, La Masia gibt es ja in der traditionellen Form seit 1979 und ab 4 Jahre später ist es eine Kettenproduktion in die erste Mannschaft. Also es ist nicht nur eine goldene Generation, also es ist natürlich, es gibt eine goldene Generation, die lässt sich auch nicht wegreden und das ist ja auch eher ein starkes Argument dafür, aber seitdem werden Spieler produziert und es gibt eben, wenn man auch einfach guckt, wer heute großen Einfluss auf den Weltfußball hat, eine Leute wie Guardiola, Arteta, alles Barca-Schule und insgesamt, was bei Barca eben das Besondere ist für mich, ist, neben der Qualität, die kommt, ist diese wirklich absurde Durchlässigkeit. Knapp 10% der Absolventen werden bei Barca Profi. Das ist prozentual mit nichts vergleichbar, mit keiner anderen Akademie. Bedeutet das, dass die für Barca einmal als Profi für Barca spielen, einen Profivertrag bekommen und in La Liga spielen? Okay. Und es gibt ja viele von denen, die das dann tun, was auch kein nichts. Und dann woanders. Dann woanders gehen. Also, ich denke, also viele von denen sind ja auch gegangen. An die Ricky Puigs und sowas, die halt bei Barca zu Einsätze kriegen. Aber der zählt mit rein. Ja, klar. Das finde ich auch in Ordnung, weil der würde bei mir in meiner Wahrnehmung auch mit reinzählen. Und es ist natürlich, bei Barca gibt es natürlich einen klaren Peak, darüber muss man nicht streiten, aber das sollte den nicht schmälern. Wie gesagt, 6 Spieler, die das WM-Finale mitentscheiden aus der Akademie und ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass noch nie eine, das ist kein Argument unbedingt dafür, aber ich würde sagen, ich glaube, noch nie ist ein Weltmeister stärker von einem Verein geprägt worden als 2010 Barcelona. Ja, ich würde zumindest sagen, wenn du mich fragst, was ist, also vielleicht gab es auch eine, die ich vergessen habe, die beste goldene Generation der Fußballgeschichte, ist wahrscheinlich der Kern an Jungs, der da rausgekommen ist. Also 2010 war ja so, 2008 bis
12, sagt man ja, war ja so Peak Barcelona. Ja. Und wie gesagt, alleine, dass es halt 2010 gab mit Ballon d'Or 1, 2, 3, alle aus La Masia, ist halt für mich ein absolutes Punkt. Ja, das Ding ist, also wenn wir jetzt hier über aller Zeiten sprechen, natürlich kann Barcelona nichts dafür, dass sie erst so spät La Masia gegründet haben. Aber als La Masia gegründet wurde, hatte Ajax halt schon einen dreifachen Ballon d'Or-Gewinner entwickelt und der nächste dreifache kam hinterher. In der traditionellen Form, ne? Aus der Akademie kommen Spieler bei Barca, die das Geburtsjahr 1909 haben und 400 Einsätze für das Spiel haben. Also eine ja, Barca-Akademie, aber das heißt La Masia seit 79. Bitte? Ey, ich kann dir sagen, die haben einen Torwart rausgebracht. Moment. Ich habe auch ein paar nicht aufgezählt, weil. Ja, aber ich sag's dir, der ist 1909 geboren, hat 400 Einsätze für Barca und 20 Länderspiele, zu der Zeit was anderes. Also, ich würde schon sagen, dass sie damals Topspieler waren. Aber die du gerade angesprochen hast, Guardiola und Arteta, wurden geprägt von? Cruyff. Und genau. Der Sohn wurde ausgebildet von? Barcelona. Ja, gut, der Sohn wurde. Ja, Johan Cruyff. Niederländischer Nationalspieler gewechselt. Hey, hey, just saying. Ja, aber ich finde. Wenn du mit der Durchlässigkeit sprichst oder von der Durchlässigkeit sprichst, also die Durchlässigkeit ist natürlich gut, aber wie schon gesagt, die wechseln dann woanders hin. Aber es gibt keinen Verein, keine Jugendarbeit, wo mehr Spieler in den europäischen Ligen spielen, als von Ajax Amsterdam ausgebildet. 85 Stück, 13 mehr als Platz 2, zumindest 2021, als man das mal erhoben hat. Also die Durchlässigkeit bei Ajax ist auch extrem hoch und vor allem verteilen die sich halt. Das ist schon richtig. Ich habe mir auch mal eine Übersicht angeschaut und was die so über verschiedene Generationen hinweg immer wieder an, nicht nur an Spielern rausgebracht haben, sondern an Ikonen des Sports. Also Ajax alleine könnte halt eine Fußball-Hall of Fame füllen, ne? Also ja. Die Leute, die da rausgekommen sind. Die hatten halt, also wo man halt nicht mit punkten kann, ist halt der internationale Erfolg, also der Nationalmannschaftserfolg halt leider so. Außer zum Teil, aber. Ne? 88, oder? EM, ja genau, aber jetzt WM, also WM-Finale haben einige gespielt. Aber da muss man auch so ein bisschen die Kontexte betrachten. Ich find, also 17 genau. Millionen Einwohner. Ajax ist der klassischste Ausbildungsverkaufverein von den drei. Ja, und auch auf Nationalmannschaftsebene, die Niederlande sind auch ein signifikant kleineres Land als Spanien genau. Zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie ein Vergleich, den man irgendwie fairerweise genau. Berücksichtigen muss. Und vor allem gab es halt diese großen Generationen von Ajax Amsterdam selber, der ja immer noch, das darf man ja nicht vergessen, ein Pupsverein ist, gut, jetzt nicht im Vergleich mit Bilbao, aber im Vergleich mit Barcelona und den ganzen anderen Großen, und der trotzdem immer wieder es schafft, halt mit so einer Generation auch in der Champions League weit zu kommen, in den 90ern dann sogar mit Erfolg, dann haben wir die vor ein paar Jahren gehabt, die Generation, die bis ins Halbfinale gekommen ist und damals halt auch mit Cruyff vor allem, waren sie auch international. Es ist ja auch kein Zufall, dass es zwischen Barca und Ajax seit 30, 40 Jahren enge Verbindungen gibt, auf jeden Fall. Geben und nehmen, denn Frankie de Jong übrigens zählt nicht mit dazu, der kam zu spät, Willem Twee. Nee, aber das ist ja auch kein Geheimnis und das sehe ich auch nicht als irgendwie ein Argument gegen meinen Case, aber Ajax hat ja La Masia dann ab 1979 nach dem Vorbild Ajax Amsterdam gebaut. Und was ja beide machen und was, glaube ich, einer der ganz große Unterschied ist zu den allermeisten Akademien und, glaube ich, ein Grund für die Durchlässigkeit ist, und ich weiß nicht, wie es bei Bilbao ist, ist, dass beide Vereine ein Mantra haben, das sich unterscheidet von allen anderen Akademien, und das ist: körperliche Attribute zählen bis zum Alter von 17 Jahren nichts. Hm. Nichts. Wenn ein Spieler technisch begabt ist, kann der 1,04 Meter groß sein und 2 Kilo wiegen und wird ausgebildet bei uns. Und das machen halt andere Vereine nicht, wissen wir selbst. Ja. In Deutschland, wenn du mit 16 1,60 bist, auf Wiedersehen, wenn du nicht das größte Talent der Welt bist. Hat sich vielleicht hoffentlich heute ein bisschen was dran geändert, aber das war auf jeden Fall lange so. Ja, ich glaube, es ist immer noch ein großes Argument. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Also es ist definitiv so, dass Athletik, Physis eine große Rolle spielt. Das ist auch das alte Thema mit Leute, die am 01.01.91 geboren sind, haben halt einen riesen Vorteil gegenüber Leuten, die am 31.12.91 geboren sind, wenn die zusammenspielen müssen, oftmals zumindest. Ja. Anderes Thema. Wir reden über aller Zeiten. Bilbao praktiziert diesen Weg, den sie nach wie vor gehen, seit über 100 Jahren. Machen das seit über 100 Jahren. La Liga ist, glaube ich, irgendwie 1929 ist die gestartet, gegründet worden. Also halten sich seitdem in der höchsten Spielklasse. Und dann in den 80ern zum Beispiel wurde ja auch schon kompetitiver Fußball gespielt. Und haben es da sogar geschafft, immer noch zweimal Meister zu werden. 82, 83, 83, 84. Wenn man jetzt heute, man muss es mal sich einfach vorstellen, wenn man jetzt sagen würde, Berlin sagen würde, jetzt haben wir hier zwei Clubs, wobei da gibt es ja auch Real San Sebastian. Wenn man jetzt Hertha sagen würde, übrigens, wie wäre es, wenn ihr ab heute an nur noch mit Spielern arbeitet, aus der Metropolregion, Großraum Berlin, geboren sind, daherkommen. Ich weiß nicht, ob es schlechter laufen würde.
aufgrund dessen, wie die Hertha es gemacht hat, aber ja, dann sagen würde, und jetzt versucht mal damit, nicht nur Bundesliga zu spielen, sondern euch damit sogar für den Europapokal zu qualifizieren, das ist schon auf Skala, Pound for Pound, groß. Sehr, sehr groß. Das stimme ich zu 100% zu. Und das ist wirklich ein absolutes Unikat im europäischen Topfußball. Was halt im Vergleich, finde ich, zu Barcelona halt einfach so ein bisschen fehlt, ist halt die Top, die absolute Top-Spieler Entwicklung. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass du diesen begrenzten Pool hast. Natürlich, also weil, also wenn Barca mit derselben Regel arbeiten würde, hätten ja niemals einen Lionel Messi rausbringen können, klar, weil er gar nicht in Frage gekommen wäre. Muss man sich bedenken, wenn dein Spielerpool 3 Millionen oder 2,5 Millionen Leute ist, dann ist es unwahrscheinlicher, dass du daraus Ballon d'Or Spieler entwickelst, als wenn du halt ein deutlich größeres Einzugsgebiet vielleicht hast. Weiß nicht, wie viele Leute wohnen in Katalonien? Das kann ich dir sagen, 7 Millionen irgendwas. Habe ich gerade nämlich nachgeguckt, weil ich dachte, das wäre ein bisschen näher dran an Niederlande, weil dann hätte ich einen schönen Vergleich auch gemacht. Krass, aber ich dachte auch, das wäre größer. Ich dachte, ja, dachte ich nämlich auch. Oder ja, die machen nur viel Lärm. 17 Millionen Niederlande? 7,5 Millionen, ja. Das ist, und was, 17 Millionen? 17 Millionen Niederlande. Hättest du mir gesagt, Bevölkerung Niederlande 7 Millionen, hätte ich gekauft. Ja, ja, und ich dachte nämlich, die sind bestimmt nah beieinander. Dann kann ich sagen, ja, hier, die haben ähnlich, also das wäre, als wenn Barcelona nur aus Katalonien da irgendwie Leute einzieht. Aber es sind doch noch 10 Millionen Unterschied tatsächlich. Ja. Das ist super schwierig. Ja, das ist super wirklich schwierig. Kann mal schauen, was Nico Williams macht für Bilbao. Wo der noch in die Reise. Ja, der Bruder ist irgendwie so ein bisschen stagniert. Ich glaube übrigens, aber ich glaube, in 15 Jahren oder sowas kommt die große Zäsur im Fußball und es kommt raus, dass diese ganzen Jugendakademien einfach durchgedopt haben, weil es ist so unglaublich, wenn du überlegst, es ist wirklich unglaublich, gerade wenn die Durchlässigkeit so hoch wird und diese Spieler aus so Vereinen wie bei Barca, die dann physisch trotzdem noch irgendwann stark werden, oder die Jungs, Bilbao muss man auch sagen, sind alles richtige Maschinen, die da durchkommen, ne? Dass die, also ich meine, die Williams-Brüder haben doch gemeinsam irgendwie 4000 Spiele sich nicht verletzt. Und so. Hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Williams hat in La Liga 6 Saisons lang, glaube ich, kein Spiel verpasst. Ich sag's dir, in 10 Jahren kommt so also raus. Was ist da nicht ganz in Ordnung, was die da machen. Nein, aber das halte ich grundsätzlich für möglich, dass wir, ähnlich wie im Radsport, irgendwann so ein großes Doping-Erwachen im Fußball haben. Das halte ich absolut für möglich. Ich wusste ja nicht, dass wir über Bilbao heute sprechen. Aber eingangs von der Baskenmütze gesprochen. Ne? Ja, stimmt. Stimmt, ja. Vielleicht hast du sie wirklich extra so aufgesetzt. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Also es ist ja für mich, es ist ja quasi zwischen AA und AB, ne? Richtig, ja. AA und AB? Ajax Amsterdam oder Athletic Bilbao? Ja. Ach so, AA. Ich habe schon mal ein A hingeschrieben, soweit bin ich mir sicher. Ui, okay. Ja, guck dir die nochmal an, die Gala, die Hall of Fame. Guck dir die nochmal an. Übrigens kann man über Jahrzehnte hinweg. Bei Barca, ne, was da jetzt auch in den letzten, was da immer noch durchkommt, kannst ja von Hector Bellerin, kannst du nochmal 25 Leute finden, die für Barca nie eine Rolle gespielt haben. Junge, ey. Ja, gut, wir mal davon auch, abgesehen, wir dachten auch, dass Donny van de Beek der neue. Ich bin sogar der Erste, der abstimmt, ne? Ja. Ach, scheiße, das ist echt eine schwierige Wahl. Ja gut, aber das macht ja keinen Unterschied. Lamine Jamal, Future Ballon d'Or. Ich hätte ein bisschen mehr Zeit vielleicht. Nee, hätte ich nicht. Ich muss ja abstimmen. Du musst ja abstimmen, bevor wir revealen. Ja, das scheint tricky zu sein hierfür. Ich finde es eine der schwierigsten Folgen bis jetzt mit der Entscheidung. Boah, ey. Guck mich nicht so an, Christoph Krüger. Ey, ich mach das nicht mehr mit euch. Ich kann mir nicht jedes Mal persönliche Schuld zuweisen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur... Ich sag dir danach, was mein Blick bedeutet hat und du ihn völlig falsch gelesen hast. Okay, ich habe abgestimmt. Gut. Ja. Du warst die 3, also fängst du zuerst an, ne? Ja. Alle wissen, ich liebe AA und deswegen stimme ich für Ajax Amsterdam. Da muss ich abstimmen, ne? Ja. Also, nochmal um es einzuordnen. Es ist unheimlich schwer und das ist keine 70-30, 80-20, das ist eine 51-49 Tagesformentscheidung. Was mich jetzt dazu gebracht hat, für Ajax zu stimmen, ist, dass mein Gefühl ist, dass es sich über mehr Jahrzehnte verteilt, dass es nicht so eine Häufung ist auf die Zeit, die wir wahrgenommen haben. Aber es kann aber das auch täuschen. Also das stimmt nicht, aber es ist trotzdem ein fairer Vote. Aber es stimmt einfach nicht. Okay, stopp. Okay. Ich bin dran und das Krasseste
ist einfach an diesem Tisch, was Athletic Bilbao seit Jahrzehnten macht. Aber ich kann nicht an der La Masia vorbeigehen, weil für mich gab es Nummer 1 und 2 und das waren Ajax und Barca und deswegen muss ich. Aber hattest du Bilbao in der Verlosung? Hast du erwägt, die einzureichen? Oder ich habe kurz drüber nachgedacht, aber. Ich hatte Bilbao nicht in der Verlosung, aber ich fand den Case sehr gut und habe dafür gestimmt. Und wir sind in der Patt-Situation. Das gab es lange nicht mehr. Ja. Also, nur um mal durchzugehen, seit Geburtsjahr 1906 kommen Leute aus der Barca-Akademie mit 215 Einsätzen, 230 Einsätzen, 198, 189, alle spanische Nationalspieler, nur um zu sagen, dass es, ne, das fing im Zweifel früher an, aber ist halt der spanische Fußball nicht ganz so erfolgreich gewesen früher. Aber wir sprechen hier immer noch von den Niederlanden. Ja, ja. Cruyff, Van Basten, Rijkaard, Dennis Bergkamp, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder, das ist schon auch echt eine kranke Liste, Alter. Das geht auf beide Seiten. Okay, eine Part-Situation. Ja. Also, Spoiler, ist natürlich eigennützig argumentiert, aber also für mich ist der Switch schwieriger zu rechtfertigen, weil ich ja zwischen zwei vergleichbaren Cases eine Entscheidung getroffen habe. Und dann jetzt zu drehen, wäre irgendwie weird, weil ich ja für mich irgendwie zwischen zwei vergleichbaren Sachen entschieden habe und jetzt einfach zu sagen. Ich bin gerade noch in der für mich ist das Problem, Verifizierungsphase. Dass für mich, wenn wir über die beste Jugendarbeit weltweit sprechen, nicht über die größte Herausforderung sprechen, sondern über das, was am Endeffekt hinten rausgekommen ist. Und da hält Bilbao halt natürlich nicht mit, weil sie einfach einen kleineren Pool haben. Pound für Pound ist das bestimmt zu verargumentieren, aber ich kann nicht, also. Aber du hast ja zwei verschiedene Zielsetzungen. Also das Ziel von Bilbao ist ja ein ganz anderes Ziel als das Ziel von genau. Ajax oder Barcelona. Aber die dann nach dem Ziel zu vergleichen, mit dem Ajax und Barcelona arbeiten, ist ein bisschen unfair gegenüber Bilbao. Nee, dadurch kommen sie ja auch ran, weil sie trotzdem ja herausragende Arbeit schaffen und herausragende Arbeit machen, beziehungsweise ein gutes Resultat. Weil, wenn Bilbaos Ziel wäre, einfach nur die größtmögliche Menge an Spitzenfußballern zu entwickeln, dann würden die natürlich irgendwie öffnen. Aber deren Ziel ist es ja, diesen Verein zu erhalten. Und glaubst du, dass sie dann mit Barcelona mithalten würden? Also, das ist natürlich jetzt einfach eine hypothetische Frage, absolut, die ich nicht beantworten kann. Nur, das ist ja ein funktionierendes System. Ich weiß nicht, wie sehr das System darunter leiden würde, wenn man das öffnet, weil natürlich auch Identität verloren geht. Ich glaube, vieles von dem, was da funktioniert, kommt auch. Wahrscheinlich werden da auch einige gefördert, die vielleicht sonst in anderen Umständen hinten runterfallen würden. Boah, das kann ich dir nicht final beantworten. Also, ich sage nur, für mich ist der Switch einfach schwierig, weil, wie gesagt, ich habe jetzt zwei vergleichbare Cases und mich für einen entschieden, ja. Ich überfliege es gerade, ich kann es gar nicht fassen. Über 40 Spieler aus der Barca-Akademie mit Baujahr 2000 und später haben einen Profivertrag. Wie viele? Über 40, wenn die Aufzählung hier stimmt. Das ist absolut unglaublich. Naja, also Ajax hatte 2021 85. Baujahr 2000. Ach so, Baujahr. Das sind nur alles Jungs, die unter 22, 23 Jahre alt sind. Aber ich habe mich umentschieden. Ajax Amsterdam. Auch Nico liebt AA. So ist es. AB-Test nicht bestanden. Ajax Amsterdam ist die beste Jugendarbeit im Weltfußball. Nächste Vorschlag für die nächste Folge gerne in die Kommentare. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.